Guten Abend. Heute ist Helmut Hoffmann mein Gast auf dem H1-Sofa. Hoffmann wer, werden Sie vielleicht fragen? Kein Wunder, denn Sie kennen meinen Gast unter dem Künstlernamen Hans-Hermann Thielke. Als pedantischer, aber sehr liebenswerter Postbeamter AD feiert er auf der Bühne und im Fernsehen große Erfolge. Zurzeit moderiert er die nach ihm benannte Show, die ganz große Show im GOP. Und ich freue mich, dass er als Zivilist sozusagen gekommen ist, um als Helmut Hoffmann mit mir über Hans-Hermann Thielke zu sprechen. Hallo Herr Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Ich muss Sie jetzt doch mal was fragen. Sie haben gestern bis spät in die Nacht, als Hans-Hermann Thielke das Publikum begeistert, jetzt sitzen Sie so ganz privat als Helmut Hoffmann bei mir. Ist doch so ein richtiges Doppelleben. Wie kommen Sie damit so klar? Können Sie da so umschalten? Ja, das kann ich relativ gut, weil ich mache es ja schon relativ lange. Die Figur gibt es schon seit 25, 26 Jahren. Und da fällt das, aber das Umschalten ist mir auch immer schon leicht gefallen. Ja. Also sobald die Maske abgelegt ist und das Kostüm gewechselt ist, bin ich wieder Helmut Hoffmann und das geht so schnipp, ganz, ganz einfach, überhaupt nicht schwer, kein Problem. Alles klar, dann können Sie den Hans-Hermann Thielke ein bisschen aus der Distanz betrachten jetzt. Genau. Aber wir wollen erst mal gucken, wie der Hans-Hermann Thielke auf der Bühne so aussieht. Wir haben einen kleinen Einspieler aus der Show im GOP vorbereitet. Ja, was ist mit Ihnen? Kommen Sie alle aus Hannover? Ja. Ja, und sind Sie glücklich hier? Ja. Ich nicht. Ich bin von nah und von fern hierher gelangt, um mich zu sehen. Das ist Kontorsion. Ja, eine ganz wunderbare Darbietung. Sie kommt aus Lettland, spricht aber 8 Sprachen. 8 verschiedene Sprachen, das finde ich wirklich, also sie spricht sie wirklich. Und mancher sagt ja auch, ich spreche 8 Sprachen, der kann dann nur in 1 Sprache guten Tag sagen. Überall ist ja die künstliche Intelligenz, ist ja so am Vormarsch. Und das klingt auch schon so aggressiv, finde ich. Ja, Herr Hoffmann, Sie singen, Sie moderieren, Sie zaubern sogar ein bisschen. Ganz schön vielseitig, wie Sie da auf der Bühne stehen. Haben Sie das Zaubern und das Singen extra fürs GOP gelernt? Nee, also das Singen konnte ich eigentlich immer schon ganz gut. Schon als Kind und so weiter. Ich weiß noch, war mit 5 Jahren im Kinderheim mal. Ja. Und da musste ich war der Jüngste in der ganzen Truppe und musste immer anstimmen, weil ich den Ton getroffen habe. Also ich komme aus einer musikalischen Familie. Mein Vater war Organist. Und so, wir haben viel gesungen zu Hause. Also das kann ich einfach so. Das ist jetzt nicht super, aber für den Hausgebrauch und da fühle ich mich sicher. Ja. Sie stehen ja nur hier in Hannover, ich denke mal roundabout 100 Mal mit dieser großen, ja, mit ganz großen Show, wie es heißt, auf der Bühne. Aber wie ist das eigentlich? Auch so ein Künstler hat auch mal Kopfschmerzen oder Ärger mit dem Finanzamt und so. Müssen Sie immer richtig gut in Form sein oder können Sie abschalten, wenn Sie mal persönlichen Ärger haben? Wie bringt man sich in Form? Ja, es ist gar nicht nötig. Man denkt immer, es ist notwendig, dass man super gut drauf ist. Mhm. Eigentlich ist bei mir das Gegenteil davon. Wenn ich richtig gut drauf bin, wenn alles ausgeglichen ist und alles harmonisch, ist man auf der Bühne eigentlich eher nicht so gut. Wenn so ein gewisses Spannungsfeld da ist, ist die Bühne ein wunderbarer Ort, das zu kompensieren. Und da werden Energien frei und die kommen dann der Vorstellung wieder zugute. Also es ist eigentlich toll, wenn man Probleme hat. Je mehr Probleme, desto besser, umso besser auf der Bühne. Also wer auf der Bühne richtig gut ist, kann man sagen, Mann hat der Probleme. Ja, das ist ja ein super Erfolgsrezept. Das werde ich mir mal merken. Aber bevor wir weiter über Ihre Bühnenrolle reden, wollen wir erst mal den Helmut Hoffmann ein bisschen kennenlernen. Wir haben hier so einen H1-Fragebogen. Ganz kurze Satzergänzung, wenn es geht. Ja, ich versuche. Ich komme gerne nach Hannover, weil? Weil ich hier sehr viele schöne Erinnerungen verbinde. Ja, okay. Mein schönster Platz in Hannover ist? Der ist
Würde ich sagen, weil ich auch ein Naturmensch bin, Eilenriede. Ich gehe gerne in der Eilenriede spazieren. Ich finde Eilenriede toll, weil man ist ganz dicht an der Stadt und geht in die Eilenriede, ist ganz schnell draußen. Ist man schnell in der Natur ganz drin. Schnell in der Natur, ja. Mein Lebensmotto lautet? Habe ich eigentlich so nicht. Wenn überhaupt eins, dann, dass man vielleicht sich bemühen sollte, nicht alles so wichtig zu nehmen, weil es morgen wieder ganz anders aussehen das kann. Das ist, glaube ich, das Einzige. Gelingt mir aber eigentlich fast nie, muss man dazu sagen. Mein Vorbild ist? Habe ich ganz, überhaupt nicht. Ganz. Als Kind wollte ich was werden? Pilot wollte ich werden natürlich und Schauspieler auch schon. Auch schon? Ah, das war auch schon. Das war beides. Also ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, deswegen bin ich wahrscheinlich erstmal Gärtner geworden dann später. Ja, genau. Alles klar. Mein erstes Geld verdiente ich? Erstes Geld, also jetzt Beruf, als Schüler, als Kind, Job. Als Schülerjob haben Sie... Schülerjob habe ich Zeitschriften ausgetragen. Ja. Es freut mich immer, wenn... Es freut mich immer, wenn irgendwas gut klappt. Also jetzt auf den Beruf bezogen, wenn ich Erfolg habe auf der Bühne, wenn das Publikum gut da ist, das freut mich, ja. Ich ärgere mich immer, wenn? Ich ärgere mich immer, wenn irgendwas nicht so gut, ja. Das ist im Künstlerleben wahrscheinlich, wenn eine Panne passiert. Wenn irgendeine Panne passiert, oder ich irgendwie eine Panne passiert, die ich hätte vorhersehen können vielleicht. Oh, wenn ich nicht genug vorbereitet war, dann ärgere ich mich über mich selbst. Ja. Wenn sonst eine Panne passiert, das passiert immer, also, ja, da ärgere ich mich nicht. Ja, so. Meine kleine Schwäche ist es? Eine kleine Schwäche, klein, ja, ich würde sagen, dass ich schlecht Nein sagen kann. Das ist eine Schwierigkeit. Ah, okay. Das ist eine Schwierigkeit, damit kann eine kleine Schwäche aber zu großen Folgen nach sich ziehen. Ja? Ja, oder ist auch selbst schuld daran einfach. Ja. Ne? Ich könnte nicht leben ohne? Ja, ich glaube, wichtig ist für mich immer, dass ich mich wieder nicht mit Menschen zusammen war, dass ich wieder zurückziehen kann danach. Ohne dieses sich zurückziehen können, könnte ich nicht leben. Da schöpfen Sie denn auch wieder Kraft? Wenn ja, Sie sich in sich um mich wieder zu sortieren einfach. Ja. Also Menschen auf Dauer strengen mich an. Wenn ich ganz, deswegen lebe ich auch eher ein bisschen ländlich, wenn ich jetzt ganz viel ständig mit Menschen zusammen bin, finde ich das anstrengend. Ich kenne Freunde, die sind ständig, die haben abends eine Party zusammen gefeiert, dann ist wieder Frühstück, nächsten Abend wieder mit Leuten. Spätestens da für mich Schluss. Da sage ich, nee, jetzt lesen Sie denn ein gutes Buch oder was machen Sie, wenn Sie sich in sich zurückziehen? Nee, eigentlich oder also ein bisschen so meditieren oder spazieren gehen, mit dem Hund gehen. Lassen, ja, sowas. Sie haben auch eine Familie, einen Sohn. Ja. Tritt der Sohn auch schon in Ihre Fußstapfen? Der, ja, ist da auch talentiert, geht zur Schauspielschule mit in Hamburg. Und den interessiert das natürlich auch alles. Gut, mich findet er jetzt nicht so. Klasse, mit 20 Jahren ist er natürlich andere Leute, die ihn interessieren. Aber generell, das Genre interessiert ihn natürlich auf jeden Fall. Okay, Sie haben ja eben schon angedeutet, Sie kommen auch aus einer Künstlerfamilie. Vielleicht können Sie mal so ganz kurz schildern, ist Ihnen das Komikertalent in die Wiege gelegt? Oder wie war der Weg zum Hans-Hermann Thielke? Der war ja über Umwege eigentlich Ihr Weg, oder? Ja, wie gesagt, als Kind wollte ich schon Schauspieler werden, aber dann habe ich es natürlich nicht gemacht. In der Schule war ich ganz schlecht, da bin ich auch vom Gymnasium geflogen. Das war alles nicht so schön und da war eher so, kriegst du überhaupt irgendwann mal einen Beruf und so weiter. Habe dann irgendwann Gärtner gelernt, habe das auch 12, 13 Jahre gemacht, auch Gärtnermeister sogar gemacht, hatte eine kleine Firma. Gehen Sie gerne nach Herrenhausen, wenn Sie Gärtnermeister ist? Ja, sehr schön, ja, so absolut, finde ich sehr schön. Mhm. Ganz toll, auch den Botanischen Garten, der Berggarten heißt Berggarten, es ja in Hannover, ja. Genau. Mhm. Finde ich sehr schön, ja. Aber als Gärtnermeister waren Sie ja noch kein Postbeamter sozusagen. Ade. Nein, aber in der Zeit dann später, mit 30 fing ich an, Amateurtheater zu spielen, ja, in Hamburg. So spät erst, ja. Ganz, ganz, ganz spät erst. Und das war für mich so, oh, das ist ja toll. Und da habe ich auch richtig immer in zwei Produktionen im Jahr mitgespielt, also sehr intensiv. Ja. Und dachte, das möchte ich gerne intensiver machen, bis ich dann irgendwann vom TUT in Hannover gelesen habe, dass die Schule für Neuen Tanz und Theater TUT diese Clowns-Ausbildung macht. Und da war ich also elektrisiert, habe mich da beworben, bin nach einem zwei Aufnahmeauswahlverfahren genommen worden. Mhm. Und dann war der Weg bereitet dafür. Das war toll. Ja. Das Sie war sind super. So zu ausgebildeter Clown oder hat man ein Clown-Diplom? Genau. Ja. Diplom oder wie geht das denn, der Abschluss? Das hat mich nie so interessiert. Für mich war wichtig, das zu machen irgendwie. Ja. Aber ich glaube, es ist inzwischen, könnte ich mich zertifizierter Clown nennen. Ja. Nutzt Ihnen das bei Ihrer heutigen Rolle als Hans-Hermann Thielke, die Clowns aus? Nein. Nein. Hat mir nie, also es hat mir natürlich genutzt, weil ich da ganz viel gelernt habe, extrem viel gelernt habe. Auf der Bühne sich zu bewegen. Sich zu bewegen, auf der Bühne die Figur zu finden, zu improvisieren, das habe ich da wahnsinnig viel gelernt. Aber jetzt, dass irgendein Veranstalter sagen würde, hier zeigen Sie mal, dass Sie auch wirklich Clown sind, sonst nehmen das können null, Sie nicht, nie, ne? Das gibt es nicht. Aber nun sagen Sie doch mal, wie haben Sie denn diese Figur überhaupt erfunden? Korrekter Seitenscheid und Polunder, ja. Wie viele Polunder haben Sie überhaupt?
Okay, das Aktuelle, ich hatte ja früher angefangen mit beigen Pullover, dann kam gelber Pullover, jetzt habe ich nur noch grüne. Aha, dann hatte okay. ich erst grüne gekauft, die waren aus dem Internet, die waren schlecht. Mhm. Die waren nach zweimal Tragen so labberig, dass die in der Kniekehle hingen. Ja. Da hat dann irgendein Gast mal gefragt, sagt, bei wie viel Grad wäscht man den Itzehoe Pullover? Also das ja. war dann, dachte, oh, jetzt ist Zeit, mal den Firma zu wechseln. Und da habe ich jetzt mit aktuell zwei ja. von denen. Aber genau. jetzt, ich habe jetzt ein bisschen selber abgelenkt. Wie haben Sie die Rolle überhaupt erfunden? Sie waren beim Amateurtheater. Und wie kamen Sie denn auf diesen Postbeamten-AD? Na, es war letztendlich eine Aufgabe in der Schule. Wir mussten irgendwie eine Szene entwickeln und eine mhm. Figur auch damit entwickeln. Und da hatte ich irgendwie so die Fantasie, das ging so in Richtung ein bisschen so ein Beamter. Und dann, wenn man erstmal das grobe Bild hat, den Rahmen ist wie beim Bild, was man malt. Ja. Erstmal so die Eckpunkte und dann wird es immer feiner und irgendwann war Herr Thielke da. Mhm. Das ist so, also ich habe viel Fantasie, ich stelle mir das viel vor und, ja. und gehe damit schwanger und überlege mir, wie lebt der, was ist für ein Typ, baue dem so eine eigene Vita richtig. Ja. Und dann wird er immer präziser und konkreter, bis er dann irgendwann da ist. Ich hätte allerdings nie gedacht, dass ich so lange mache. Ich dachte, das ist für eine Sache für ein halbes Jahr und ein Jahr. Dass ich nun schon 26 Jahre damit unterwegs bin, das hätte ich natürlich nicht gedacht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Sie haben sich ja so in Herrn Thielke reingearbeitet. Ich habe es mit Begeisterung gelesen. Der Postbeamte, 40 Jahre hinterm Schalter von Itzehoe. Ja, ja. Da muss man noch sagen, Sie haben sich richtig tief in diese Figur, auch mit, sagen wir mal, gutem Wissen über die Post reingekniet, oder? Ja, das ist alles Pseudo, würde ich sagen. Also wenn man da mal wirklich prüfen würde, was stimmt denn davon, ja. da stimmt eigentlich nicht viel. Es ist, eigentlich geht es immer nur um Quatsch. Ich habe auch mal eine negative Kritik gekriegt zu dem Buch. Ja. Da war ein Ex-Postbeamter, der hat gesagt, was ist das für ein Mist, sage ich mal vorsichtig. das ist doch überhaupt nicht, das ist doch, der dachte, man macht so Anekdötchen über die Post und wie Kabarettisten eher rangehen, ja. dass man so den Finger in die Wunde legt. Interessiert mich immer gar nicht. Ich will einfach nur unterhalten und Blödsinn erzählen okay. und habe die Post nur benutzt, um da meinen Blödsinn drauf auszutoben, sozusagen. Ja. Also, ich habe jetzt so viele Fragen an Sie, aber einmal frage ich mal ganz praktisch, wie lange dauert eigentlich so die Verwandlung? Sie kommen ins GOP, lässig im Pullunder und dann treten Sie in dem berühmten grünen ja. Pullunder auf die Bühne. Wie lange dauert so die rein praktische Verwandlung in die, Ihre Rolle als Hans-Hermann Thielke? Viertelstunde, 20 Minuten so. Ich würde wahrscheinlich auch 10 Minuten geben, wenn es nötig wäre, aber ich mache es auch gern langsam und in aller Ruhe und so. Wie kriegen Sie denn diese schöne Frisur immerhin? Darf ich, also mit Brisk sage ich einfach mal, Brisk ist das beste Haarfett für Männer. Wenn da irgendjemand eine ähnliche Frisur anstrebt, soll da zu Brisk greifen, auf jeden Fall. Da müssen das ist jeden, ganz toll. Müssen aber jeden Tag gründlich die Haare waschen, oder? Ja, das Brisk ist das Tolle, dass man es relativ leicht auswaschen kann. Ah, okay. Oft habe ich schamponiere mir ja nicht die Haare nach der Vorstellung, sondern mit klar Wasser und dann ist es schon wieder weg. Also ja. Brisk ist, gut, das reicht jetzt, aber Brisk ist wirklich toll. Das ist eine rote Tube. Ja. Rote Tube, alles klar. Herr Hoffmann, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Herr Thielke aus Versehen sage. Ja, ich hoffe alles, ja. Herr Hoffmann, wie kommen Sie eigentlich auf Ihre wunderbaren Ideen? Also Sie stellen so weltbewegende Fragen, zum Beispiel, warum wird mir bei einem Stromausfall schwarz vor Augen oder muss ich mit einem Kleinwagen die Marder mitkaufen, die da drin wohnen und so. Also Sie sprühen förmlich vor Ideen. Wie entwickeln Sie Ihre Ideen? Wie kommen Sie auf die Ideen drauf? Das ist wahrscheinlich, das ist wirklich eben ein Talent einfach, was ich habe. Ich muss es nur anklicken und dann kann ich die abstrusesten Dinge erfinden. Ja. Ziemlich aus dem Stegreif. Wenn ich jetzt hier in der Sendung nicht, aber wenn ich irgendwie, wenn Sie mir sagen, denken Sie mal zu dem und dem Thema kurz irgendwas, dann würde ich da schnell was schreiben können. Das können geht eigentlich Sie ganz relativ kurz schnell. Zu Fernsehen was denken oder ist das jetzt nicht so richtig? Das ist jetzt im Moment, wenn man es beweisen muss, dann geht es natürlich nicht. Na klar. Aber glauben Sie mir, das geht relativ schnell. Das ist nicht so schwer. Ja. Und kann das Ihnen auch so passieren, dass Sie so auf der Bühne stehen und Sie denn so spontan Einfälle haben? Jetzt baue ich mal das Thema weiter aus oder so? Nee, das nicht. Das wirkt nur so, wenn ich es erzähle, wirkt es ja auch spontan tatsächlich. Total. Aber ist es natürlich überhaupt nicht. In Wirklichkeit ist das schon alles genau festgelegt dann. Ja. Also wie ich eben sagte, das fällt mir schnell ein. Das heißt aber nicht, dass so eine Nummer dann wirklich, ja, die muss dann geschrieben die werden, die muss denn, ganz genau einstehen. Das ist richtig Arbeit dann auch. Ja. Das ist richtig Arbeit. Nee, spontan mache ich dann nichts, außer wenn irgendwie ein Publikumzuruf ist, gerade als Moderator muss man ja manchmal dann drauf eingehen. Mache ich auch gerne inzwischen, das genieße ich auch ein bisschen, dass man mal spontan drauf eingehen muss. Mhm. Weil mir fällt einem trotzdem dann nichts ein, aber es ist dann auch nicht so schlimm. Ja. Aber wie ist das eigentlich, Sie als Komiker, Ihr bester Beifall ist ja, wenn die Leute lachen und sich amüsieren. Ja, absolut, ja, natürlich. Was machen Sie eigentlich, wenn die Leute mal nicht lachen, wenn ein Gag mal nicht zündet? Ist Ihnen das schon mal passiert?
Ja, schon mal, das passiert mir laufend. Also das gibt es oft, dass das Publikum nicht so ist und nicht lacht. Ich hatte es letztes Jahr in Leipzig, hatte ich auch so ein Programm gespielt, Weihnachtsvarieté. Ja. Und da war wirklich die Deadline, da war wirklich, dachte ich, weiß nicht, woran es liegt. Es ist überhaupt nichts übergesprungen. Und das ist furchtbar dann einfach. Ja, das glaube ich. Das sind wirklich lange Minuten. Das sind wirklich lange Minuten und man denkt, man wird auch irgendwie innerlich ärgerlich, darf es aber auch nicht so zeigen, man muss immer gute Miene. Warum springt das nicht an? Ja, warum springt das nicht an? Und ich weiß es bis heute nicht so richtig. Ja. Wahrscheinlich war es zu groß, man hat es nicht so richtig gehört, die konnten mit Typen nichts anfangen, aber es war jeden Abend nicht gut. Ja, das stelle ich mir ja ganz furchtbar deprimierend vor, wenn so etwas passiert. Knabbern Sie denn da lange daran? Ja, schon. Also das schon. Also wenn was nicht läuft und wenn es über Tage und das war über Wochen nicht läuft, dann sind das schon Niederlagen. Und dann zweifelt man auch. Auf einmal denkt man, oh, alle anderen sind witziger als ich. Ja. Das ist schon nicht so einfach wegzustecken. Nee. Haben Sie das schon mal erlebt oder war das so ein einmaliger Ausrutscher, sage ich? Das passiert immer wieder. Es passiert immer wieder, dass das nicht funktioniert. Das passiert gerade bei Privatveranstaltungen, irgendwelchen, die sogenannten Galas, wenn Firmenveranstaltungen sind. Und wenn ich praktisch den Leuten irgendwie vorgesetzt werde und die wollen aber eigentlich lieber essen oder sich amüsieren, dann hören die gar nicht zu oder reden weiter. Das ist unser Brot, damit muss man auch leben. Das kennt jeder. Haben Sie denn so am Anfang Ihrer Rolle auch daran gefeilt, jetzt möglichst Gag an Gag setzen zu können? Oder war die Rolle von Anfang so, wie sie jetzt ist? Nee, ich mache jetzt eher Gag an Gag. Ja. Am Anfang eigentlich nicht so. Die erste Nummer war so, ich wollte mit dem Publikum ein Lied einstudieren und da geht alles schief. Das wäre eher so eine klassische Nummer, richtig. Ja. Heute mache ich ein bisschen mehr Gag an Gag eigentlich. Zum Beispiel, als ich mein erstes Solo-Programm gemacht habe, das war dann das erste Solo-Programm über anderthalb Stunden. Und da hatte ich die Idee, ich wollte was ganz Tolles machen. Viel besser als das, was die Jahre vorher war. Und ich wollte mit einem Spannungsbogen und richtig intelligente Komik und so weiter machen. Und das ist dann gründlich in die Hose gegangen, weil es alles viel zu kopfig war. Und die Intention war eben, etwas gut zu machen. Das ist nicht unbedingt das Beste. Deswegen war es war nicht lustig da fürs Publikum. Das Publikum hat da auch nicht gelacht. Das war auch eine ganz, ganz schlimme Erfahrung. Das Programm habe ich dann trotzdem 3 Jahre lang gespielt, habe mich damit rumgequält, bis dann irgendwann mir ein anderer Regisseur wieder die Augen geöffnet hat und mich wieder zurechtgerückt hat und gesagt hat, nee, das ist nicht Thielke, der ist so. Und dann habe ich wieder mich anders orientiert und da war es wieder gut. Naja, das ist denn der Thielke, der im Comedy Club, im Wetten, dass und auch in so vielen Shows aufgetreten ist. Genau. Jetzt sind Sie im GOP. War das so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn Sie hier im TUT oder TUT, wie spricht man es aus, im TUT, Tut. Im TUT, im die, TUT studiert haben? Ist das so ein bisschen, wie leben Sie hier in Hannover jetzt? Ja, das ist wirklich ein bisschen wie nach Hause gekommen, muss ich wirklich sagen. Das GOP ist mir ja so vertraut, ich kenne es ja von Anfang an. Ja. Und toll, und die Leute sind wirklich alle so freundlich zu mir und nett. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Und Hannover gefällt mir irgendwie auch gut. Man hat ja gar nicht so wahnsinnig viel Freizeit, jetzt sich die Stadt noch wieder anzugucken. Sie wohnen oder so. Hier in Hannover? In der List ist es da. Ja, da genau. Eine Künstlerwohnung hat das. Das ist eine Künstlerwohnung, ganz genau. Da. Ja. Das ist so auch dann ein kleines Zuhause erstmal. Ja, ne? Ich war da auch vor 30 Jahren noch in der genau derselben Wohnung schon mal. Ja. Insofern ist es wirklich insofern schön. Ist das schön. Herr Thielke, ich habe noch mal eine Frage. Auch in diesem Programm machen Sie ja ganz viel. Sie moderieren, wir haben das gesehen, Sie tanzen. Singen. Trotzdem ist der Kern ja auch immer Ihre wunderbaren Ansprachen als Postbeamter. Wollen Sie den Leuten da auch so ein bisschen den Spiegel vors Gesicht halten? So ein bisschen wie so ein Spießbürger oder so ein deutscher Michel so manchmal sein kann? Nein. Nee, das wird oft gefragt, komischerweise. Die sagen immer, du willst den Leuten den Spiegel vorhalten, den Spießbürgern sozusagen. Sag ich, nein, wie komme ich dazu? Überhaupt nicht. Das sind doch, ich bin ja selber auch Spießbürger. Wie komme ich dazu, die zu belehren oder zu sagen, ja, ihr seid so und ich bin, aber ich weiß es. Überhaupt nicht, gar nicht. Das haben ja manchmal Kabarettisten, diesen Zug an sich, dass sie immer, nicht alle und um Gottes Willen, ich gucke auch gerne Kabarett, aber manche haben so dieses... Jetzt auch nicht mehr so, aber es war noch so vor 10, 20 Jahren mehr so, fand ich. Ja. Ein bisschen dieses Belehrende, wir stehen hier oben auf der Bühne und wissen und ihr da unten könnt von uns was lernen. Das mag ich überhaupt nicht, gar nicht. Also die Show, die Sie jetzt im GOP moderieren, ist natürlich besonders glanzvoll. Sie sind, glaube ich, der einzige Mann auf der Bühne, der etwas pedantischen und sind umgeben von lauter ganz schönen Frauen. Und wir wollen jetzt den Zuschauerinnen und Zuschauern mal so einen kleinen Blick in diese Show geben, damit wir wissen, was Sie da für eine ganz besondere Rolle haben. Schauen wir doch mal rein. Gerne.
also richtig Hahn im Korbe. Ja, macht es Spaß mit lauter so schönen Frauen auf der Bühne? Ja, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dachte, na, wie wird das denn werden? Aber es ist sehr nett, muss ich wirklich sehr sagen. Nett. Es ist sehr schön und ja, Hahn im Korbe, das empfinde ich natürlich gar nicht so. Jeder guckt auf seine Arbeit auch und so weiter, ja, klar. Was er machen muss. Aber es ist, man sieht noch mehr den, wenn ich das angucke, sehe ich noch mehr den Kontrast doch eigentlich. Das ist doch ein ganz schöner Kontrast. Der ist natürlich eigentlich wunderbar. Ja, das ist das reizvoll. Das heißt ja auch Thielke, die ganz große Show, der Thielke und dann die schönen Mädchen dazu. Aber das bringt mich doch zu der Frage, da ist ja Beifall, Scheinwerferlicht, tolle Menschen und so. Als Außenstehender sieht man doch eigentlich immer nur die Glanzlichter des Showgeschäftes. Ne? Aber gerade in Ihrer Branche tummeln sich ja ganz viele Menschen, das heißt ja heute nicht mehr Komiker, sondern Comedian. Comedian. Wie hart ist denn eigentlich so der Wettbewerb, um sich zu behaupten auf der Bühne? Ja, es ist mehr geworden. Also die ersten 10 Jahre musste ich mich praktisch gar nicht anstrengen. Das kam alles von selbst. Und inzwischen, gut, Agentur hatte ich dann natürlich auch. Und die haben ja die Aufgabe, das zu akquirieren und sich zu kümmern um Auftrittsorte und so weiter. Und es gibt natürlich wahnsinnig viele Comedians inzwischen und es gibt auch viele Junge, die nachrücken, das ist völlig klar. Und das ist ja viel, viel mehr. Comedian, den Begriff gab es ja, als ich angefangen habe, noch gar nicht. Was macht denn für Sie eigentlich dieses gute, ehrliche Wort ein Komiker aus? Was macht denn gut einen Komiker? Letztendlich ist es so Komikhandwerk irgendwie, ne? Dass man einem gelingt, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist beim Comedian eigentlich genauso. Nur Comedian verbindet man eigentlich mehr so Stand-up-Comedy in erster Linie, dass man irgendwie hier erzählt von diesem und von dem und so weiter, während Komiker noch weiter gefasst ist, würde ich sagen. Es ist noch mehr der Oberbegriff des Komiker, der allerdings viel, viel seltener verwendet wird. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin Komiker, klingt so ein bisschen konservativ. Klingt konservativ, ne? Und ein bisschen auch, kommt drauf an, wenn man jetzt irgendwo was im Vertrag unterschreiben muss, für ein Auto, was ich Kreditvertrag, und dann sagen sie, was sind Sie vom Beruf? Sagt man Komiker, sagen sie, ach nee, wir lassen das mal. Ne, das ist dann irgendwie, das ist nicht so angesagt. Da würde ich dann wieder sagen, ja, ich bin in der Unterhaltungsbranche tätig oder so. Ne? Moderator, ja, Moderator, genau. Aber Sie machen das ja seit 25 Jahren. Gehen Sie so in Ihren Themen auch mit der Zeit? Also hatten Sie vor 25 Jahren ganz andere Zielobjekte, als Sie jetzt in diesen Jahren haben? Eigentlich gar nicht mal so. Natürlich passt man sich ein bisschen an, das stimmt schon. Es gibt jetzt Themen, die ich auch habe, Selbstoptimierung, diese Modethemen und so weiter. Ja. Und all diese Dinge. Selbstoptimierung ist ganz wichtig. Künstliche Intelligenz habe ich mit drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich daran orientiere, dass ich jetzt ein neues Thema unbedingt, gerade weil es jetzt modern ist, sondern es kommt mir zufällig dazu. Ja, so. Und eigentlich spiele ich ja auch Nummern von heute noch, von vor 25 Jahren, die heute super funktionieren. Ja. Es ist da kein Verschleiß drin, die gehen genauso gut wie vor 25 Jahren. Das finde ich immer erstaunlich. Und teilweise habe ich jetzt entdeckt, dass sogar jüngere Leute, sonst hatte ich immer eher so 50 aufwärts, mein Publikum. Mhm. Und jetzt geht es wieder, wenn ich im Quatsch-Comedy-Club zum Beispiel in Hamburg oder Berlin spiele, sehe ich ganz junge Leute, 20 aufwärts, die total lachen darüber. Dachte ich, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ganz, ganz, ganz neu für mich jetzt. Ist das denn auch so, dass Sie sagen, Sie machen so eine Art Beobachtung der Welt, sage ich mal, die zeitlos ist, während die vielen Comedians, die so ringsherum wie die Pilze aufstoßen, doch mehr so eine schnelllebige Erscheinung sind, die vielleicht eine Zeit lang Mode sind, aber dann auch genauso schnell wieder verschwinden? Könnte sein. Also ein bisschen denke ich ja, also wer sehr auf Modethemen setzt, ist dann natürlich, wenn dieses Modethema irgendwie abgefrühstückt ist, auch wieder ein bisschen möglicherweise weg oder halt wieder neue Themen. Das ist ja auch völlig okay. Und ja, wie gesagt, wenn man es so lange macht, dann ist es irgendwie wirklich ein bisschen eine zeitlose Komik. Und das finde ich irgendwie auch gut. Gut. Und heute ist es auch so, das Bild des Comedians, die ganz Jungen, muss ich sagen, oder nicht alle, um Gottes Willen, aber einige, definieren sich sehr über den Begriff. Ich möchte sagen, ich möchte Comedian werden. Ja. Ne? Also ich, das ist jetzt ein Berufsziel. Das gab es ja bei uns überhaupt nicht. Und vergessen dabei aber manchmal ein bisschen den Inhalt. Also das eigentlich das Inhalt, dass wir, der Inhalt das Wesentliche ist und nicht, wie man sich nennt. Verstehe. Also die Hülle. Mehr die Verpackung. Die Verpackung ist dann wichtiger. Und dabei kommt es auf den Inhalt an. Ne? Ich finde nach wie vor. Herr Hoffmann, Sie machen das 25 Jahre, Sie machen das toll. Aber beschleicht Sie auch manchmal so das Gefühl, ich möchte auch noch mal was anderes machen? Oder sind Sie so sehr in Ihrem zweiten Ich, jetzt der Postbeamte AD,
dass sie das gar nicht bewegt. Ja, es gab auch Phasen in dieser ganzen Zeit, wo ich immer was auch anderes machen wollte. Das waren dann so Phasen, zum Beispiel, wo wir eben von gesprochen haben, wo ich mich so verrannt hatte mit dem Programm, was nicht so gut lief. Da dachte ich, ich möchte doch lieber was anderes und die ganze Figur, das will ich nicht mehr. Und es gab auch solche Krisen auf jeden Fall. Heute wieder nicht mehr so. Jetzt ist mehr so, dass ich sage, ich will es jetzt besonders, also ich will es gut machen und ich habe Freude, wenn das Publikum mitgeht. Also daran freue ich mich jetzt viel mehr und nicht so sehr, ich möchte noch mal was anderes. Ja. Also das ist irgendwie. Sie haben da irgendwie so zu sich selbst gefunden und sind mit diesem Postbeamten Hans-Hermann Thielke total im Reinen. Auf jeden Fall, im Moment bin ich sehr im Reinen mit ihm, ja. Bis zum 12. Januar können wir Sie ja noch im GOP sehen. Ja. Aber nun sagen Sie mal für Ihre Fans, kommen Sie denn im nächsten Jahr wieder nach Hannover? Ja, also ich komme, das weiß ich genau, am 5. März nach Langenhagen ins Downstairs und auch nochmal ins Leibniz-Theater. Ich glaube, am 15. Mai ist das. Ja, genau. Also die Leute können sich auf jeden Fall nochmal auf Sie freuen. Und da bringen Sie ja das Beste aus 25 Jahren. Genau, da deckt sich das wieder, dass es zeitlos ist, so was Sie ganz so genau, machen. Genau. Herr Hoffmann, Herr Thielke, ja, ich auch beides. Durch dieses Studio schwebt jetzt eine Fee und sagt, du hast drei große Wünsche frei. Was würden Sie sich von einer imaginären Fee jetzt wünschen? Da sage ich mal ganz langweilig, wie es wahrscheinlich jeder sagen würde, Gesundheit. Ja. Denn das wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger. Das stimmt. Muss ich wirklich sagen, auch gerade wenn Freunde und so. Also man hört ja überall, ist dies und das. Dann würde ich mir Erfolg weiterhin wünschen. Ja. Und irgendwie auch für die Welt, dass das alles eben wieder ein bisschen sich regelt und nicht alles. Man ist ja ständig von den ganzen Krisen überall und Klimakatastrophe und so. Das ist alles ein bisschen viel im Moment, dass das alles ein bisschen sich wieder so ein bisschen zum Durchatmen kommt. Das heißt, Sie leben nicht in einer Komikerblase, wo Sie die Welt gar nicht wahrnehmen, das beunruhigt Sie schon, wie die Welt so. Auch gerade mit einem Kind kann man gar nicht in so einer Blase leben, sondern da ist man auch ständig, kriegt man alles mit, was die jetzt wieder für Probleme haben und so weiter. Ja, das ist ja auch wichtig, da kann man sich nicht so abschotten. Ja, dann wünsche ich Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg in Ihrem, darf ich sagen, Doppelleben. Ja, genau. Als Mensch Hoffmann und als Komiker Thielke. Hat uns sehr gefreut, dass Sie da waren. Ja, mich hat auch sehr gefreut. Dankeschön. Viel Spaß weiter. Ja, dankeschön. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.